Es ist für mich eine super Sache, dass ich hier weitere 2 Jahre verlängert habe. Ich habe mit der Fairplay Agency die letzten Wochen und Monate angeschaut. Wir sind zusammen miteinander angeguckt und haben überlegt, was das Beste ist für meine Karriere. Und wir sind so zum Entschluss gekommen, dass eine Verlängerung für mich das Beste ist. Und ich werde alles daran setzen, dass da gut kommt und dass ich zurückblicke auf erfolgreiche Jahre. Die letzten 1,5 Jahre beim FC Vaduz waren voller Höhen und Tiefen. Und eben mit dem Aufstieg und dem Abstieg. Aber die haben mich geprägt, die haben mich positiv weiterentwickelt. Ja, ich bin viel reifer geworden als Spieler auch. Und ich finde, dank dem Umfeld konnte ich mich halt gut positiv entwickeln. Ich fühle mich wohl da und mit einem gesunden Konkurrenzkampf. Halt im Training einfach Vollgas immer geben und da bringt es mich halt weiter. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass ich 2 weitere Jahre im FC Vaduz bleiben kann. Und ich werde mir das Beste geben, damit wir unsere Ziele erreichen. Mit der Hilfe des Trainers und eben, wenn man das Vertrauen überkommt, ich hoffe, dass ich es zurückgehen auf den Platz mit meinen Leistungen. Und ich bedanke mich auch für das Vertrauen vom Trainer, vom Verein und von allen. Mein persönliches Ziel ist, dass ich mich hier weiterentwickle und vielleicht den Aufstieg wie die letzten Jahre oder halt persönlich, dass ich den nächsten Schritt machen kann.